Hallo und schönen guten Abend. Es ist mitten in der Nacht. Ich komme gerade live aus dem Stream und wir haben es uns eben schon gemeinsam im Stream angesehen. Es gibt ein neues Entwickler-Update für Diablo 4 und zwar Langzeitinhalte und die Beta rückt näher. Und hier wird auch erklärt, wie man sich jetzt nochmal offiziell zur Beta anmelden kann. Und vor allem Langzeitinhalte bedeutet einfach, der Endgame-Content für Diablo 4 wird hier endlich mal besprochen. Das ist der wichtigste Blogpost, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Das ist wirklich der Blogpost, den ich die ganze Zeit sehen wollte. So, als allererstes kurze Infos, die geschlossene Beta für Diablo 4 rückt näher. Und die hauen jetzt demnächst Beta-Invites rein, bis, ich glaube, bis am Ende des Blogposts kommt es bis 18. November. Und das kann jeder bekommen. Und Anfang nächsten Jahres soll sogar schon eine Public-Beta losgehen auch. So, hier gibt es so ein kleines Video, das könnt ihr euch auf jeden Fall ansehen. Ich verlinke euch den ganzen Blogpost in der Videobeschreibung. Da reden die nochmal ein kleines bisschen über die Beta, geht aber auch nur eine Minute lang. So, wir reden nämlich hier über das Endgame und zwar die Höllenflut, Albtraum-Dungeons, Totengeflüster, Felder des Hasses und kurz Paragon-Tafeln. Aber das Paragon-System haben wir eigentlich schon in genug Blogposts gesehen, wie das aufgebaut ist. Und das wird ja auch nicht wirklich näher betrachtet, aber kommen wir kurz gleich zu. Langzeitinhalte in der geschlossenen Beta. Denn in der Beta, die demnächst näher rückt, wird hauptsächlich das Endgame für Diablo 4 getestet. Die Kampagne wird da quasi schon wie als geschlossen betrachtet und du setzt nach der Kampagne an, damit natürlich von der Story oder so nichts gespoilert wird. Damit die wirklich nur die Endgame-Inhalte nochmal testen können. Das ist ganz gut geregelt auf jeden Fall. Damals in der Beta für Diablo 3, Diablo 3 hatte am Anfang in Vanilla kein Endgame. Da gab es nur diese Beta immer bis zum Skeleton King und so, was da getestet wurde. Konnte man eigentlich nicht wirklich was sehen, aber ohne Endgame-Inhalte kann man auch keine Endgame-Inhalte testen. Das ist jetzt halt deutlich anders da. Als allererstes haben wir da die Höllenflut. Ihr könnt euch natürlich alles selber im Detail durchlesen. Ich versuche euch das kurz zusammenzufassen. Die Höllenflut ähnelt sehr stark, muss ich sagen, den Terrorized Zones, die wir jetzt in Diablo 2 Resurrected in der nächsten Ladder bekommen. Und zwar random wird ab und zu ein Gebiet ja höllenflutet. Die Gegner darin werden ein bisschen schwerer, höheres Level, ja, und haben einfach mehr Leben, machen mehr Schaden, droppen aber dafür einfach mehr Loot und geben mehr XP. Ja, einfach ein Gebiet wird ausgewählt, wo die Gegner höher skalieren und dafür auch mehr Rewarding sehen. So, zusätzlich findet man aber in dieser Höllenflutgebieten dann von den Gegnern Glut. Das passiert übrigens in der offenen Open World, in der großen Area. Nicht in irgendwelchen Dungeons, sondern so eine offene Welt, dass man mal ab und zu mal da farmt, wird random so ein Gebiet gehöllenflutet. So, die Gegner da drin droppen normal einfach mehr Loot und geben ein bisschen mehr XP, sind höheres Level, sind schwieriger. Gleichzeitig droppen sie aber auch diese Glut. Und diese Glut verlierst du in dem Höllenflutgebiet, wenn du stirbst. Und die liegt dann wahrscheinlich bei deiner Leiche und du musst die neu einsammeln wieder. Also du hast was, wo du gepunished wirst, wenn du stirbst in diesen Höllenflutgebieten. Wie das dann genau ist, ob du dir das dann einfach an deiner Leiche wieder einsammeln kannst oder ob das dann für immer weg ist oder wenn du noch ein zweites Mal stirbst, das von der ersten Leiche verschwindet, wissen wir nicht genau. Aber diese Glut braucht man, um Höllenflut-Truhen zu öffnen. Und dann schreiben die auch genau, diese Truhen bieten reichlich Segen exklusiv für einen einzigen Gegenstandsplatz, wie für den Körper, die Beine oder Zweihandwaffen. Also spezielle Truhen, die speziell Loot und Bonis für irgendwelche Items bringen. Einfach kann man damit öffnen. Also man wird dazu angeregt, in diesen Gebieten zu farmen, wo die Gegner ein bisschen schwieriger sind, um diese Loot zu farmen und damit dann gewisse Truhen zu öffnen. Ist ein ganz lustiges System, um dich einfach mal random an gewissen Orten farmen zu lassen, weil wir kennen das in so einem Game wie Diablo, wenn man es jetzt zum Beispiel in Diablo 2 sieht oder so, irgendwie den Chaos Sanctuary, den Q-Level oder so. Es gibt Gebiete, in denen du lieber farmst, weil da mehr Gegner sind, Gegner ein bisschen höheres Level sind und mehr droppen. Aber in eher unattraktiveren Gebieten, es gibt halt 90% Gebiete von einem Game, farmt man einfach gar nicht. Und so ein random System, was dann gewisse Gebiete so fluten lässt und schwieriger hochskalieren lässt und dir dafür halt eine gewisse Ressource gibt, das reizt dich dazu, in Gebieten zu farmen, die du sonst normalerweise nicht reingehen würdest. Weil die können in einem Game nicht jedes einzelne Gebiet gleich balancen, dass das gleiche Density hat, die Gegner gleich schwer sind für jeden Build. Das geht nicht. Aber das ist durch so ein Random-System, wird da ein bisschen Abwechslung geschaffen. Das ist wirklich ein sehr, sehr ähnliches System wie jetzt die Terrorized Zones, die in Diablo 2 Resurrected kommen, weil auch nur in den Terrorized Zones findest du diese neuen Unique Charms. Dadurch wirst du angereizt, da drin zu farmen, wie hier über die Glut. Ja, ist ja schön, wie sich da so die einzelnen Diablos ähneln. So, als nächstes haben wir die Albtraum-Dungeons. Ja, wir wissen, in Diablo 4 sollen ja knapp 150 verschiedene Dungeons über die ganze Map verteilt sein. Dafür findest du ab und zu einfach einen Key. Und mit dem Key kannst du in einen gewissen Dungeon reingehen und der Key addet auch einen Modifier. Das sind Siegel halt, diese Keys. Ihren Dungeon besondere Modifikationen hinzu. Ja, zum Beispiel die Gegner werden ein bisschen schwieriger, droppen dafür mehr Loot, geben irgendwie mehr XP oder es kommt irgendwie,
keine Ahnung, die haben damals in der Beta gezeigt, so einen Stein, der dir hinterhergeflogen ist, der so eine Blitzdruckwelle macht einfach und dir ein bisschen Schaden macht, dass du nicht in die Nähe von diesem Stein gehst. Irgendwie solche Modifikationen, wie man es vielleicht von den Maps aus PoE kennt. Ist wie eine Art Rift, denke ich mal, da einfach mit einem Modifier drauf. So, und was ich hier ganz cool finde, wenn ihr Albtraum Dungeons abschließt, erhaltet ihr noch mächtigere Siegel, die euch vor immer tollkühner Modifikationen und Herausforderungen stellen. So, bedeutet, wenn ihr ein Albtraum-Dungeon abschließt, bekommt ihr einen Key für noch ein Albtraum-Dungeon, der dann schwieriger ist. Das Ganze erinnert mich sehr stark an das Greater Rift-System, wie es am Anfang funktioniert hat in Diablo 3. Du hast am Anfang ja, viele kennen die Trials, diese Wellen, die du gemacht hast, um dann einen Greater Rift-Key auf einer gewissen Höhe zu bekommen. Wenn du den gemacht hast, konntest du danach halt einen höheren Key auswählen oder deine Gems upgraden. Aber dieses immer einen Key weiter aufwerten, dass es immer, immer schwieriger wird, ist ungefähr dieses System. Und du hast auf jeden Fall immer steigernden Schwierigkeitsgrad, kannst dich immer höher messen an immer höher steigernden, schwierigeren Albtraum-Dungeons mit immer höheren Keys. Finde ich ganz interessant, erinnert mich sehr an das alte Greater Rift-System von Diablo 3. So, als nächstes haben wir Totengeflüster. Und Totengeflüster sind eigentlich Bounties. Kopfgelder, wie wir sie in Diablo 3 kennen. Und zwar, du hast nämlich den flüsternden Baum, an dem kannst du dir einfach Quests abholen. Die sind halt überall in der Welt verteilt. Wir kennen das ja in Diablo, in Diablo 3 kennen wir das, dass es gewisse Events zum Beispiel gibt in gewissen Gebieten, die du dann mal machst. Oder wahrscheinlich töte hier 100 Gegner in dem Gebiet, töte da noch eine Elite. Auch ähnlich wie es in Diablo Immortal ist wahrscheinlich. Und dafür kriegst du halt dann Gold und XP. Und du kriegst hierbei diese grausigen Gaben für die Bounties. Wenn du 10 Stück davon gesammelt hast, kannst du die am flüsternden Baum eintauschen, um davon Beute und Erfahrung zu bekommen einfach. Erinnert mich halt sehr stark an das Bounty-System in Diablo 3. Ja, du wirst von jedem einzelnen Bounty bekommst du Gold und XP auch. Aber wenn du alle in einem Akt gemacht hast, kannst du dir den Bag abholen, wo dann halt einfach nochmal Loot und Mats drin sind. Ja, hier machst du halt 10 Stück für diese 10 grausigen Gaben und holst dir damit dann halt extra Loot und sowas ab. Ja, die Bounties wechseln anscheinend die ganze Zeit hin und her. Keine Ahnung, ob die zeitgebunden hin und her wechseln oder immer wenn du dein Game neu startest. Wie es zum Beispiel in D3 ist, hast du immer ein paar andere Bounties halt in den Ecken. Aber eigentlich ein Bounty-System einfach. Also haben wir bis jetzt eine Art Great Rift-System, eine Art Terrorized Zones und Bounties. So ein bisschen Endgame jetzt aus D2R und D3 gemischt. Jetzt als nächstes kommen die Felder des Hasses. Das PvP-System in Diablo 4. Und das finde ich jetzt auch super gelöst. Es gibt einfach gewisse Zonen, das sind PvP-Zonen. Das sind die Felder des Hasses. Wenn du in den Felder des Hasses, das ist jetzt hier ein bisschen auf Deutsch weird beschrieben, aber ich habe das so verstanden, wenn du in den Felder des Hasses Gegner tötest, Dämonen tötest, da laufen auch normale Mobs rum, dann droppen die nämlich roten Staub. Diesen roten Staub kannst du sammeln und kannst ihn später bei einem so Brunnen, den es in dieser Ebene geht, kannst du den purifyen, kannst du den so wie aufwerten oder sowas, dann behältst du diesen roten Staub. Wenn du von anderen Spielern in dem PvP-Gebiet getötet wirst, verlierst du deinen roten Staub. Der liegt bei deiner Leiche. Andere Leute können den einsammeln. Das heißt, du tötest da Gegner oder andere Spieler, um roten Staub zu sammeln. Den roten Staub nimmst du dann zu so einem Brunnen mit und tust den da halt dann umwandeln. Und dann behältst du den. Dann kannst du den raus mit aus die PvP-Zone nehmen. Und dann verlierst du den auch nicht mehr, wenn du stirbst. So, und für diesen roten Staub kann man sich dann aber nur Accessoires und vom Reittierhändler kaufen, die nur zur dekorativen Belohnung was bringen halt. Also du kannst dir davon nur Cosmetics für deine Reittiere oder auch für dich selber holen. Irgendwelche Transmogs, irgendwelche Reittierrüstungen oder so ein Zeugs. Nur das. Nur dekorative Belohnung. Also keinerlei wirkliche Belohnung, irgendwie ein Gear oder sowas. Also PvP komplett optional. Das finde ich in einem Diablo-Game wichtig. Diablo-Games sind PvE-Games, Monsterschnetzeln halt einfach. Sich PvE-VP, also man kann sie ja gegenseitig im PvE im Monsterschnetzeln messen. Und PvP soll immer so eine Fun-Aktivität bleiben. Und das bleibt es damit. Du kannst Fun-PvP in den Feld des Hasses machen und kannst dir da, wenn du Bock hast, natürlich dann Cosmetics erfarmen. Wenn du der Babo bist und alle umhaust im PvP-Gebiet, hast du viel roten Staub, holst dir die dickste Transmog-Rüstung, um zu zeigen, hier, das ist die PvP-Transmog-Rüstung, die habe ich mir geholt. Ihr seht, ich bin PvP-Spieler einfach. Finde ich super. Super in Diablo-Game so eingebaut. Wunderbar. Bin ich wunderbar mit zufrieden. Und zu guter Letzt haben wir dann die Paragon-Tafeln. Das ist einfach nur das Endgame-Level-System nach Level 50. Das ist anscheinend hier erstmal das Endlevel. Kommt Paragon dazu. Also vielleicht ist es auch nicht das Endlevel. Vielleicht levelt man auch Paragon und normale Level parallel. Aber wir sagen hier ab Stufe 50 schaltet man die Paragon-Tafeln frei.
Die haben wir jetzt schon im anderen Quartalsupdate gesehen, könnt ihr euch auch hier ansehen. Das sind diese Paragon Boards einfach, wo jeder einzelne Punkt, sieht ähnlich aus wie der PoE Skill Tree oder so, jeder einzelne Punkt ist aber auch nur irgendwie Stärke, Vita, Dex, Intelligenz oder so. Dann kommen ab und zu so Kreuzungen, wo dann es mal ein bisschen mehr Crit-Chance gibt. Dann sind da so Sockelplätze in diesem Paragon-Tafeln drin einfach, wo du irgendwie so Runen reinsockeln kannst. Dann wird so eine Fläche abgedeckt damit und alle Punkte darin bekommen nochmal 50% mehr Mainstat oder sowas. Oder vielleicht sind da auch so ein paar coole Skills oder Effekte mit drin einfach. So einfach so eine Art, ja, so ein Skilltree halt einfach. Und die kann man dann so verschieden aneinander orten, weil man da von Seite zu Seite rumwechseln kann. Ist jetzt ein bisschen verwirrende Erklärung. Alle, die den Blogpost hier kennen, ihr könnt es euch nochmal genauer ansehen. Oder alle, die schon ein paar Mal gesehen haben, wissen, was ich meine. So. Wer wird eine Einladung erhalten? Hier geht es nochmal nämlich um die Beta-Anmeldung. Und da könnt ihr einfach genau den Schritten folgen, die dir zeigen. Die haben sogar wirklich Bildchen drin. Entweder auf der Website oder im Battle.net Launcher könnt ihr euer Account darüber öffnen. Dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr hier einen Haken drin habt. Und zwar bei News and Special Offers from Battle.net. Und was ich sehr gut finde. Also hier bis 18. November hauen die Beta-Einladung rein aus. Ich wusste noch das Datum. Und hier. Öffentliche Testphase beginnend Anfang nächsten Jahres. Also da öffentlich heißt wahrscheinlich, jeder darf mitmachen oder vielleicht auch nur Vorbesteller, wie auch immer, aber öffentlich, mehr für die Öffentlichkeit. Gibt es auch noch eine, wenn ihr jetzt nicht zur Closed Beta hier im November oder sowas eingeladen werdet. Aber was ich sehr gut fand, was die hier geschrieben haben. Wir werden Gameplay-Daten nutzen, um eine begrenzte Anzahl von Diablo-Spielern einzuladen, die sich in der letzten Zeit intensiv mit den Langzeitinhalten in Diablo 2 Resurrected und Diablo 3 beschäftigt haben. Und ich hoffe mal, dass Blizzard das auch wirklich macht, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr intensiv im Diablo 3 Endgame drin sind oder auch im Diablo 2 Endgame drin sind, die definitiv daran teilnehmen sollten beim Beta-Testen, die jeden PTR, ob es jetzt ein D2R oder D3 ist, Feedback schreiben, was definitiv helfen könnte, auch in Diablo 4. Ja, also meldet euch auf jeden Fall an, wenn ihr wirklich Endgame suchtet, wenn ihr D3 Leaderboards grindet, wenn ihr D2R wirklich euch mit Trading, mit allem beschäftigt, bis Level 99 grindet und sowas, wirklich im Endgame drin seid, PTR immer Feedback ins Forum reinschreibt, dann ist das genau euers, dasselbe auch in Diablo 4 zu machen. Ja, und kurz noch zusammengefasst, Endgame in Diablo 4, ich bin eigentlich relativ zufrieden, weil es wirklich, es ist jetzt inzwischen D2R und D3 ein bisschen vermischt, es ist wirklich Terrorize Zones, einfach leicht ausgedrückt, es sind Greater Rifts in einer anderen Art und Weise, es sind Bounties, und es ist optionales PvP für den, der Bock hat. Wunderbar, so stelle ich mir ein Endgame für einen Diablo-Game vor. Das ist für mich persönlich perfekt. Ich liebe eigentlich alle Diablo 4 Blogposts. Ich muss sagen, ich lese eigentlich zu 90% nur Positives. Für mich persönlich als Diablo-Spieler, als jemand, der sehr gerne Diablo 2 spielt und sehr gerne mit Diablo 3 spielt, finde ich das alles prima. Und ich würde mal sagen, damit beende ich das Video. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr vom Blogpost haltet, vom Endgame von Diablo 4. Fehlt euch da was? Habt ihr irgendwas zu meckern an dem Zeugs, was wir hier sehen? Und ich würde sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.